Der folgende Dialekt ist zwischen einem jüngeren Mann und einer älteren Frau. Ich persönlich habe ja nichts gegen so Beziehungen, ne? Aber die, die ich da kenne, die sind ganz schön peinlich. Die verarschen sich gegenseitig und das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich fui. Yeah. Diese Girl ist heiß und ihr Boyfriend weiß, so eine geile Alte will ich um jeden Preis. Predige davon, was für ein Opfer ich bin, poste einen Text, da steckt viel Liebe mit drin. Oh yeah, ich wurde nur verarscht, bin so allwissend und sicherlich kein Arsch, keine Frau meint es. Ey, ernst mit mir, bin etwas pummelig, schmollblick, ich hab Schmollblick drauf. Ja, yeah, vielleicht fickst du mit mir, ich bin ein Bär, wer, kann man lernen, ich soll mich besser ernähren, doch für diese Mutti heiß, bin 24, 17 Jahre älter, nice. Und das, was ich seh, ist das, was ich nicht versteh. Warum tut Liebe so weh? Vergiss das ganze Klischee. Du willst ihn, er will dich. Er ist jung und so frisch. Er steht auf Mamas Fisch. Die Milf ist Jackpot, es ist. Ist das Heidi Klum Syndrom? Und glaub mir, sowas kenn ich schon. Mangelt es jedoch an Erfahrungen, birgt es Gefahren, die ich dir hier nenn. Fühl dich nicht sicher, wenn du sie mal hast, lässt du sie fallen, wenn sie keinen Bock mehr macht. Yeah, der ist genau mein Typ, der hat sich so bemüht. Nicht so wie mein Ex-Lauch, der mich nur betrügt. Denn ich hab Narben, mein Vertrauen ist weg. Schwer einen zu finden, der einen richtig leckt. Mach die Beine breit, komm und nimm dir was du brauchst. Ich hur doch nicht rum, Schatz, was denkst du nur von mir? Der Verlauf auf WhatsApp, der ist nicht von mir. Ich weiß, du weißt, dass ich weiß, wir sind so ein geiles Paar. Verliebt was deine Erde, bist mein Marfogar. Für mich so wunderbar, für mich dir so nah. Du bist mein Superstar, fick mir ins Maul so. Was ich seh, ist das, was ich nicht versteh. Warum tut Liebe so weh? Vergiss das ganze Klischee. Du willst ihn, er will dich. Er ist jung und so frisch. Er steht auf Mamas Fisch. Die Milf ist Jackpot, es ist. Ist das Heidi Klum Syndrom? Und glaub mir, sowas kenn ich schon. Ist das Heidi Klum Syndrom? Mein Gott, der Junge ist so viel zu jung. Wie soll das werden, wenn er älter ist und du im Pflegeheim ne Windel kriegst? Oh Heidi, Heidi. 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 Oh Heidi. Mangelt es jedoch an Erfahrungen, birgt es Gefahren, die ich dir hier nenn. Fühl dich nicht sicher, wenn du sie mal hast, lässt du sie fallen, wenn sie keinen Bock mehr macht. Ja, da habe ich mich doch tatsächlich am Anfang verbabbelt. Ich meine nicht Dialekt, ich meine Dialog, ne? Aber ich meine den zwei Idioten, denen wäre das nicht aufgefallen. Aber hier, pst, gell, nix sagen. Sind zwei Idioten, sowas habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Unfassbar. Erstmal Feierabend.